Ja, hallo liebe Angelfreunde. Ich will euch heute den Rhino Kobold vorstellen. Das ist ein kleiner Elektromotor mit zwei Gängen. Einmal vorwärts, einmal rückwärts, jeweils mit zwei Stufen. Das Ganze wird betrieben mit einer kleinen 12 Volt Autobatterie. Egal welche Amperezahl. Bei mir sind es jetzt 44 Ampere. Ich fahre seitdem mindestens seit 2,5 Stunden mit über den See und der Motor treibt mich immer weiter ordentlich voran. Ja, wie ihr seht, ich angel noch nebenbei. Dann werde ich euch mal das Ganze jetzt nochmal zeigen. Fangen wir einfach mal an mit Stufe 1. Ja, er braucht ein bisschen, bis er auf Touren kommt. Aber wenn er Schub hat, dann fährt er erstmal. In dieser Stufe kann man laut Herstellerangaben mit einer 44 Ampere Batterie so um die 6 bis 8 Stunden, je nachdem welche Windstufen etc., welche Faktoren alle noch mit dazu spielen, bequem über den See fahren. Und es geht gleich mal in der Hinsicht auf jeden Fall flotter voran als rudern. So, jetzt werden wir mal Stufe 2 probieren. Man merkt sofort, wenn man den Schalter runterdrückt, dass der Motor richtig Schub macht. Mein kleines Schlauchboot ist bis 1,85 Meter lang, trägt 185 Kilo. Aber im Großen und Ganzen geht es in Stufe 2 mit flotten Schritten vorwärts. Mal ein Bild zur Seite, um zu gucken, damit man ungefähr abschätzen kann, wie schnell das Boot ist. Ja, das sieht man nicht, das ist immer doof auf dem Video, aber auf jeden Fall für alle, die ein kleines Schlauchboot haben, die alle unterwegs sind und einen Motor brauchen, kann ich nur den Rhino Kobold empfehlen. Bis dahin, alles Gute.